So, und da sind wir wieder bei einer neuen Runde Minecraft Let's Play vom Pixel Fox. Ja, in der letzten Aufnahme sind wir ja beim Dach hängen geblieben. Aber ich will euch nicht weiter damit langweilen erstmal. Fürs Erste möchte ich erstmal ein bisschen mit euch auf Erkundungstour gehen. Und ja, mal sehen, was wir so finden. Vielleicht eine interessante Höhle. Ich hatte dazu vorgesehen, jetzt einfach mal gemütlich hinter dem Haus lang und dann einfach mal schauen, wie denn die Pixelwelt sich macht. Und ja, wir brauchen aber auch noch etwas Birkenholz. Das werden wir jetzt nebenbei noch farmen. Auch werde ich jetzt nebenbei noch ein paar andere Bäume mit wegmachen. Quasi eine kleine Schneise hinter dem Haus freilegen. Aber ich will mich jetzt nicht so sehr auf das Holzfarm konzentrieren, sondern eher darauf, dass wir vielleicht was Schönes entdecken. Wenn wir ein paar Schafe entdecken, die etwas weiter weg sind von unserem Haus, werde ich diese mal looten. Auch ohne Schere. Nur dass wir uns schon mal ein Bett bauen können. Ist gerade gar nicht, wie viel ich brauche dafür. Und da ist auch schon die Axt kaputt gegangen. Und ich habe gerade keine mehr. Wir noch mal leider zurück, wie ihr ja schon seht, sind keine Steine da. Ja, so ist es. Man sollte natürlich eine Tour erstmal vorbereiten. Dann gehen wir wie immer zu unserem kleinen Steinbruch unterhalb von Sky Island. Und klopfen hier ein paar Steine raus. Und da kommt uns auch direkt der Kies entgegen. Nicht wundern, wenn ich etwas anders klinge. Ich habe eine leichte Erkältung mir eingefangen. Habe ich auch schon vorhin in der letzten Aufnahme von Benedict erwähnt. Denn diese Aufnahme ist genau danach. Weshalb es sein kann, dass ich jetzt nicht ganz so gesprächig bin wie sonst. Aber das kann ja passieren. Außerdem habe ich heute auch den ganzen Tag auf Arbeit geredet. Ihr kennt das sicherlich. Das ist immer ein bisschen schwierig dann so, dass sich am Feierabend dann noch ein bisschen Zeit nimmt für die Let's Plays. Ist das dann manchmal schwierig, gerade wenn man schon ein bisschen einen weg hat.
alles halb so wild. So, jetzt haben wir hier 243 Steine, das reicht erstmal. Der Bambus ist auch gut gewachsen, das ist super. So, wir brauchen Äxte. Gut ist es, wenn wir jetzt inzwischen drinnen vielleicht noch ein bisschen Kohle finden. Und ich will mal gucken, dass ich eine kleine Höhlenaktion mit euch machen kann. Warte mal. Ja, ein bisschen mehr von dem Spiel sehen. Ja, genau. Das ist jetzt eigentlich meine Intention für diese Aufnahme. Das Haus perfektionieren wir noch. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Wichtig ist es, dass wir vielleicht Wolle rankriegen. Wolle für unser Bett. Wenn das mit dem Bett soweit ist, muss ich dann auch noch was dazu sagen, denn da ist es ganz wichtig zu gucken, wie man es stellt. Dann machen wir jetzt hier einfach mal durch. Boden noch ein bisschen. Bin ich denn hier? Ach, da. Ja, die Orientierung lässt etwas zu wünschen übrig. Deswegen wäre es gut, wenn wir... Hallo, braunes Schaf. Ja, das ist das braune Schaf vom Anfang. Nee. Mäh dich selber, verstehst du? Tüdü, tüdü. Einfach immer in eine Richtung laufen, da kann man am Anfang immer nicht viel falsch machen. Gerade wenn man noch nichts in die Orientierung hat. Und hier ändert sich nämlich auch schon wieder die Umgebung, wie ich sehe. Wir nämlich dunkle Eichen, die wesentlich größer sind. Ja. Die Bürger noch wegkloppen. Schafi, 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 Schafi. Ganz, ganz viele Schafe. Yay. Und was ist das für...
so in die Stadt. Ein Wolf und er hat Schafe gerissen. Und haben wir jetzt etwa Wolle eingesammelt? Okay. Cool. Noch mehr Wolle. Dann müssen wir mal ganz schnell mal zum Haus zurück. Ich habe jetzt 3 Wolle. Muss ich wahrscheinlich gar keine Schafe töten. Hier sind die ganzen Schafe. Das Braune. Ja, wo gehen wir jetzt so lang? Ach, wenn der Regen nicht so wäre. Könnte ja mal wieder aufhören mit Regen, da ist das Haus. Ja, mein Rechner rödelt gerade wieder. Ich bin noch nebenbei mit Rendern von dem Banished Let's Play beschäftigt. Deswegen nicht wundern, wenn die Aufnahme etwas stocken tut und sogar braune Wolle. Ja, ein Bett. Ja, und genau das wollte ich eigentlich haben. Und bei dem Bett müsst ihr beachten, das muss immer mindestens ein Abstand haben. Von der Wand. Achso, ja, in der Anordnung natürlich war das Quatsch. Immer einen Abstand haben von der Wand. Ganz alleine aus dem Grund. Wenn die Monster an sind und ihr legt euch hin und das Ding ist genau hier an der Wand und dahinter ist ein Creeper oder sonst irgendwas, ein Enderman oder sonstiges. Und ihr geht schlafen. Könnt ihr das nicht. Weil dann eine Meldung kommt, also keine Meldung. Ja, es ist schon da, es steht halt dann da Monster in der Nähe oder so. Und deswegen könntet ihr dann nicht schlafen. Das heißt, ihr müsst die ganze Nacht über warten. Und so ist es mit guter. Und außerdem ist jetzt mein Spawnpunkt angepasst. Überall, wo ich penne, werde ich als nächstes wieder erwähnt.
So, das heißt, jetzt weiter geht's, denn der Regen ist vorbei. Ja, Birkenholz haben wir auch genug. Nein, ich werde jetzt mal mit euch in diese Richtung laufen. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen erkunden. Ein bisschen erkunden, mal gucken, was es so Schönes gibt. Hier ist nicht ganz so dichter Wald. Es geht vielleicht für den Anfang etwas besser. Ich persönlich kenne die Map nicht. Ich habe auch nicht, während ich nicht aufgenommen habe, mir das hier angeschaut. Das heißt, ich werde genauso überrascht sein wie ihr. Was hier passiert. Und da ist Sky Island. Das sieht wirklich aus, als wenn auf Sky Island Schnee wäre. Viel Wald, wirklich sehr, sehr viel Wald für meine Verhältnisse. Obwohl das auch nicht negativ ist. Zwischen dem Kai. Das ist eine Höhle. Ja, sehe ich das richtig. Da ist eine Höhle und ich habe Eisen. Ich glaub's nicht. Ich krieg die Krise. Eisen. Tatsache. Eine Höhle mit Eisen gefunden. Das ist aber fies. Andesit. Okay. Eine Mini-Höhle. Aber hier ist Eisen. Tatsächlich eine Höhle mit Eisen.
Yay, vier Eisen. Ist hier noch mehr? Nee. Mal gucken, ob hier noch was zum Vorschein kommt. Scheint aber eben nicht der Fall zu sein. Granit. Andesit und Granit. Findet man hier auch. Ja. Mal mitnehmen. Kann man alles verarbeiten. Ist ja auch nichts sinnlos. Eigentlich großartig in Minecraft. Alles kann irgendwie verwendet werden. Dann einfach mal weiterlaufen. Und ich bin noch eine Höhle gefallen. Okay. Und das ist ein Höhlensystem. Ja. Finde ich hier überhaupt wieder raus? Ist jetzt die Frage. Hallo? Creepy. Ja. Wo lang jetzt? Wo bin ich? Du.
Brauchen wir erstmal wieder einen Ausgangspunkt. Finden. Nein, das ist nicht diese Höhle. Nein. Diese eben auch nicht. Und da ist Kohle. Okay. Ich glaube, da habe ich aber einen Punkt gefunden, der mir bekannt vorkommt. Ja. Hier der Brunnen. Da diese Steinsäule. Da der andere. Und da vorne ist zum Sonnen raus. Huh. War das knapp. Huh. Donnerlutschen, wir haben es noch geschafft.